Willkommen aus Budapest, wo wir ein schickes neues Dell Notebook in der Hand haben, was mit einem 10-Zoll Bildschirm nicht das größte und zumindest Inspiron 3137. Also auf 11,6 Zoll können wir hier ganz gut arbeiten mit Touch, wenn wir so wollen. Zwei Mikrofone und auch eine Kamera drin. Die können wir auch kurz mal ausprobieren, die Kamera. Mal schauen, wie die Qualität ist, denn das Display ist relativ günstig, wie es mir scheint. Denn von der Seite sind die Farben schon mal nicht ganz so schön. Und wie wir hier sehen können, die Kamera allerdings völlig akzeptabel. Nicht wirklich scharf, aber mit VGA kann man auf jeden Fall schon ein paar Conference Calls machen. Wenn wir hier uns noch die Hardware ein bisschen anschauen, ein Celeron 2955U habe ich jetzt hier drin gefunden. Natürlich gibt es das Ganze auch ein bisschen teurer wahrscheinlich. 2 GB RAM und ein Windows 8 Betriebssystem der 64-Bit-Variante. Wenn wir uns die Anschlüsse anschauen, haben wir einmal ein Netzwerk, Kensington, USB 2.0 und einen SD-Kartenleser der vollen Größe. Es ist schön leicht und dünn gehalten, das Gerät allerdings mit viel Plastik. Leider, also es ist nicht Metall hier, sondern wirklich auch Plastik, nur ein bisschen eingefärbt. Kopfhörer, Mikrofonanschluss, USB 3, USB 2, HDMI und Strom haben wir hier außerdem auf dieser Seite, was ihr gerade nicht so wirklich gut erkennen könnt. Aber ich probiere mal hier den Fokus so zu stellen und machen wir weiter. Das Display lässt sich wunderbar weit nach hinten klappen und ihr könnt ja noch diesen schönen Stil hier kennen von Dell, der mir auf jeden Fall hier gefällt. Allerdings, wenn das Notebook zugeklappt ist, schaut das dann wieder nicht mehr ganz so schön aus hier hinten mit dieser Kante eventuell. Ein Dell-Logo natürlich, das Ganze hier gummiert außen mit so Grau, macht auf jeden Fall Spaß und auf der Unterseite entsprechend auch ähnlich einfach gemacht. Wir können keinen RAM austauschen, keine Festplatte oder auch kein Akku, allerdings hier schön lange Gummifüße, die auf keinen Fall abfallen werden und auch zwei Lautsprecher haben hier den Weg reingefunden. Auf der Vorderseite hier zwei Status-LEDs, die auch hier schön im Design implementiert sind. Wenn man das Ganze aufklappt, sieht man dann hier entsprechend, wie schön das Ganze dann ausschaut. Und wenn wir hier nochmal das Gerät anschauen, haben wir hier eine Tastatur, die leider nicht hintergrundbeleuchtet ist, aber dafür ein riesengroßes Trackpad hier und mit dem wir gut auch Multitouch-Gesten ausführen können unter Windows 8. Und das war es ja auch schon mit dem ganz kurzen Hands-on des Dell Inspiron 3157 war das, glaube ich. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, unseren YouTube-Channel zu abonnieren.